Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Rocket League. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Willkommen. Los geht's. Ich habe eben schon mal zwei Spiele gespielt, eventuell mit fehlerhaften Aufnahmeeinstellungen. Und das heißt, ich habe schon mal ein bisschen mich einspielen können. Und lief eigentlich gar nicht so schlecht. Ich habe die Matches sogar gewonnen. Das heißt, wir sind jetzt ein Stückchen näher an Liga 3 als noch in letzter Folge, aber... Ja, gut, das hat nichts zu sagen, denn jetzt müssen wir erst noch mal ein paar Siege rausholen. Und das, während die Aufnahme läuft. Oh mein Gott. Oh mein Gott, der hätte eigentlich drinnen sein müssen. Aber das Schicksal war uns hold. Oh mein Gott, Mate, geh doch nicht ran, wenn ich direkt vorm Ball stehe. Ah ja, okay, ich sehe schon, das könnte ein hartes Match werden. Die Gegner lassen uns nicht viel Platz zum Atmen. Oder zum Boost holen. Ich habe noch nicht so viel am Start, gerade hier an Boost. Aber naja, gut. Das war nur der Anfang. Kann ja auf jeden Fall besser werden. Ich sollte auf jeden Fall zum Ball gehen, aber der Mate? Genau, genau. Mate hat auch eine gute Gelegenheit. So, jetzt gehen wir mal, nehmen wir den Ball mal mit. So, hier, Mate, bin ich. Okay, zugegeben. War Schmutz. Das war Schmutz, okay? Also ich meine, er ist ja, da im Mittelfeld gelandet, wo er sollte und ungefähr beim Mate, aber ja, der Mate hat scheinbar gedacht, ich mache ihn selber. Also der Mate ist auf jeden Fall gar nicht hochgestiegen. Der hat das nicht eingesehen, irgendwie da ranzugehen. Ja, und dadurch war halt die Konterchance am Start, ne? Gut, man kann jetzt auch noch einwerfen, dass der Mate sehr weit vorne stand, um den Gegner damit sowieso eine gute Konterchance zu geben, aber naja, gut. Erste Gegentor, sei es drum. Weiter geht's jetzt. Na, die machen auf jeden Fall starkes Pressing. Die sind immer sofort wieder am Ball, ne? So, komm, Mate, mach mal was Schönes. Okay. Ja, okay, doch, den hat er ja rausgenommen, den Gegner. Warum nicht? Ja. Mate, ich stehe genau unterm Ball. Was ist dein scheiß Problem? Als ob er das nicht sieht, dass ich da stehe. Wie kann man so hart am Chasen sein und auf jeden Ball drauf gehen? Oh mein Gott. Also, ich sehe schon, unter diesen Voraussetzungen, ja, könnte hart werden. Könnte wirklich hart werden. Mit solchen Leuten. Und dann lässt er sich wieder easy outplayen, gell? Und dann dreht er einfach ab bei sowas. Das ist doch nicht sein Ernst. Oh mein Gott. Ich sehe schon, ich werde mich wieder sehr viel aufregen. Wow. Wow. Ich, weißt du, wie ich den noch rausgeholt habe hier, gell? Und dann steht er da und trifft den genau in dem Winkel wieder rein. Das ist doch wohl ein Witz. Wie unlucky einfach. Alter, mein Mate, gell? Ich hasse es gerade so sehr. Der spielt so schlecht gerade. Oh mein Gott. Guck mal da. Okay. Naja, wir beruhigen uns. Vielleicht wird's ja noch. In der Zeit fahre ich hier in der Mitte Kreise und hoffe, dass der Ball reinkommt. So. Den haben wir rausgenommen. Durch diese kleine Berührung. Und dann rammt er mich gleich wieder weg, gell? Oh. Oh. Okay, ja, übernimm du, mein Freund, übernimm du. Bin kein Boost mehr. Lohnt sich eh nicht. Oh, das hat man natürlich gesehen, dass der blocken will. Da ist der Ball. Direkt vom Tor. Ja, was soll ich dazu noch sagen, gell? Also, wie sollen wir so zwei Tore aufholen, wenn der Mate überhaupt gar keine Ambitionen hat? Abfahrt. Weg, du Hund. Okay, da war ich jetzt auf dem Blockkurs eventuell. Come on, jetzt. Mach was, Mate. Mach was Schönes. Oh mein Gott. So, wieder nach vorne. Komm, Mate, der ist für dich. Ja, war sehr minder effektiv, könnte man wieder sagen. Oh mein Gott. Wow.
spiele alleine, gell? Ich spiele ehrlich alleine gegen 3 oder gegen 2. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Oh, hier. Naja, gut. Ja, war zu erwarten, dass da nicht viel draus wird. Aber... Na, ich wollte gerade sagen, noch ist es nicht vorbei, aber 20 Sekunden. Hm. Mach mal, ne? Mach mal. Ja gut, Leute. Das war auf jeden Fall unser erstes Spiel. Hat mich jetzt nicht so beeindruckt, sage ich ehrlich. Hauptsächlich, weil unser Mitspieler andere Vorstellungen vom Teamspiel hat. Keine Ahnung. Allgemein vom Rocket League Spiel. Ich würde mal sagen, wir gucken mal, ob das nächste Match besser wird. Ne? Gucken wir mal. Oh Mann, da gewinne ich erst 2 Matches, gell? Aufnahme läuft nicht. Gut, die waren jetzt auch nicht so prickelnd, aber wenigstens waren es gewonnene Matches. Und jetzt geht die Aufnahme und ich spiele halbwegs okay, aber dafür sind die Mitspieler der letzte. Naja, gehen wir mal weiter, ne? So, wen haben wir hier? Bob Rush ist im Gegnerteam, okay. Das wird natürlich gefährlich für uns, wenn Bob Rush natürlich da ist. Wir sind doch aber Bob Ross, oder? Also, die Anspielung habe ich schon verstanden, oder? So, jetzt Fokus aufs Match, ne? Oh mein Gott. Direkt verkackt in den ersten 2 Sekunden. Also wobei, also Gegner zerstören ist ja ganz nett, aber wenn dabei der Ball vorm Tor landet, vom eigenen, sag ich da einfach nur. Ich will da mal mich nicht zu sehr einmischen. So, Bob Rush ist auf jeden Fall am Start. Oh mein Gott, den habe ich mit dem letzten Millimeter von meinem Auto noch berührt. Da war Antizipation wirklich key, würde ich sagen, meine Freunde. So, es vorauslegen und zack. Da ist er. Oh mein Gott. Er war auf jeden Fall haltbar. So viel kann man sagen. Aber er war gut platziert in der unteren Ecke. Ne? Ich dachte ja auch eigentlich, mein Mate macht das, weil der ist so straight aufs Tor zugefahren. Deswegen, ich dachte eigentlich, das wird eher ein Pass und der Mate schießt. Aber ich nehme es auch so. Also, alles cool. So, und erstmal nehme ich auch mal den Boost hier hinten mit. Ja, war vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Bob Rush hat mich einfach umspielt. Ja, wir müssen auf jeden Fall aufmerksam bleiben, weil die Gegner sind nicht schlecht. Ne? Das, also, die könnten Unaufmerksamkeit sehr schnell bestrafen. Ne? Gerade Bob Rush natürlich. Ah... Haben wir in der Luft den Kollegen outplayed. Oh, Bob Rush hat gerade doch einen kleinen Denkfehler gehabt. Da hat er ein bisschen im Kreis gespielt. Oh, oh, jetzt habe ich ihm aber eine Vorlage gegeben. Der Bait ist am Start. Ganz lässig. Oh, oh. Ja, vielleicht hätte ich hochsteigen sollen. Ich weiß, aber ich habe zu lange überlegt. Und dann dachte ich mir, na, unten bleiben, abwarten. In dem Fall war es auch okay. Zu niedrig reingekommen. Zu niedrig. Okay, Mate. Den hättest du vielleicht besser nicht verfehlen sollen. Aber okay, okay. Die Gegner sind gnädig mit uns. Alles cool. Ey, er fährt viel zu weit raus. Warum fährt er so weit raus? Ich hab ja nicht mal Boost. Hier. Ey, da fährt er schon so weit nach vorne. Oh mein Gott. Da fährt er so weit nach vorne und dann kommt der Pass von mir. Und er bleibt stehen an der Mittellinie. Das habe ich gerade nicht gerafft. Das habe ich wirklich nicht gerafft gerade. Was ist mit... Also manchmal stehe ich nicht so ganz, wie mein Gegner tickt. Mein Mitspieler, nicht mein Gegner. Mein Gegner war auf jeden Fall gerade eher so die tickende Zeitbombe, ja. Oh mein Gott. Bob. Nicht Bob. Ich habe das Gefühl, mein Mate ist... Der fährt einfach nur random gerade rum. Da auch gerade, der war wieder sehr schnell unterwegs und dann musste auf einmal abbremsen, weil plötzlich doch der Ball in seinem Sichtfeld erscheint. Also so sah es zumindest aus, ne? Auch jetzt ist er schon wieder gefühlt viel zu weit vorne. Oh, der ist gut. Oh, schade. Wäre cool gewesen. Wäre lässig auf jeden Fall gewesen. Bob hat entspannt gewartet, bis der Mate seinen Ball gemacht hat. Oh, hier Mate. Er wäre doch immer so seitlich zum Ball, gell? Also. Oh oh. Oh nein. Oh oh. Ja,
gut, gut. Da habe ich eventuell Fehler gemacht. Aber vielleicht habe ich den Ball auch entschärft dadurch. Könnte man auch so sehen. Könnte man ganz verschieden sehen. Meiner, danke. So, ich habe halt keinen Boost. Ich hoffe, hier kommt gleich spawnt gleich ein bisschen Boost. Da ist Boost. Mate kommt auch. War kein schlechter Versuch, aber Bob Rush. Bob Rush war am Start. Bob Rush, abgekürzt, heißt übrigens Brush, ne? Wollte ich gerade nur mal anmerken. Und Brush ist Pinsel. Ja, und Bob Ross hat einen Pinsel benutzt. Wow, oder? Also diese... Oh. Diese Gedankensprünge sind insane, Digga. So, lass mich mal kurz da rangehen. Ich war ein bisschen zu hoch vielleicht. Eigentlich will ich nur noch die letzte Minute über die Zeit bringen. Ich weiß nicht. Es gefällt mir alles so die ganze Zeit nicht. War ein richtig guter Pass. Damit habe ich gerade gar nicht gerechnet irgendwie. Weiß nicht, warum ich damit nicht gerechnet habe, aber in dem Moment, mein Mate war da. Ja. Habe ich noch nicht oft gesagt, dieses Match, aber mein Mate war da. Ich will noch ein Tor. Ich will noch eins. Der Pass war da. Wäre der Mate am vorderen Posten gewesen, hätte er den machen können. Okay, das war ein schlechter Flug. Einfach noch ein bisschen Zeit rausholen, genau. Gegner ein bisschen nerven, ein bisschen stören. Ein bisschen Boost vielleicht noch sammeln für eine mögliche Parade. Ja, oh, das war aber knapp. Gut gespielt, meine Freunde, gut gespielt. Gut, den Sieg haben wir auch gebraucht. Finde ich schön. Holen wir noch einen Sieg und ich bin auch zufrieden dann für heute. Also, nächstes Match, noch ein Sieg wäre gut. So, okay, eins noch. Ich habe echt Hunger, wir sollten langsam mal zum Ende kommen hier. Los geht's. Ich hoffe, ich habe einen guten Mate, ich hoffe, ich habe einfache Gegner. Wobei, einfache Gegner sorgt dafür, dass das Spiel langweilig wird. Ich hoffe, ich habe gute Gegner, dann lernt man wenigstens auch mehr davon. Aber in erster Linie hoffe ich, dass... Oh nein, da hätte ich nicht rangehen sollen. In erster Linie hoffe ich, dass der Mate nicht zu viel Schabernack baut. Und dass ich halbwegs solide spiele, dann bin ich schon zufrieden. Ja, dann würde mir das schon reichen. So, da ist schon mein Tor. Nein, es ist nicht... Doch, es ist ein Tor. Alles cool. Dankeschön, guter Schuss. Wunderbar, wunderbar. Er hätte natürlich auch gleich mal reingehen können, finde ich, aber Hauptsache er geht früher oder später irgendwie rein. Also in Ordnung, in Ordnung. Erste 30 Sekunden, schon das erste Tor für uns. Ich bin ein sehr großer Freund davon, auf jeden Fall. Ja, auch von dem Pass war ich ein sehr großer Freund und auch von dem... Schade. Wirklich schade eigentlich. Oh nein. Er hat noch so eine Mini-Berührung gemacht. Damit kam ich gerade nicht klar. Schön rausgespielt eigentlich. Okay, er hat die Verfolgung aufgenommen. Oh nein. Ups. Aber gut, wir sind auf jeden Fall am Drücker. Es wirkt so, als sind wir gut dabei. Es wirkt so, als wären wir Spanien gegen England und wir wären Spanien gerade. Ja, habt ihr die EM geschaut? Gestern ist es zu Ende gegangen. Ich habe es mir angeschaut, das Spiel. War ganz schön anzusehen. Ich war auch für Spanien, weil ja, Spanien hat uns besiegt. Wenn Spanien gewinnt, ist unsere Niederlage weniger schlimm. Naja, und wir spielen gerade wie Spanien. Wir sind ja auch orange. Ne? Und ich meine, ja, England beinhaltet auch blaue Farben. Also, ja. Yeah, oh mein Gott, ich dachte, der wär's. Schade. Ich dachte echt, der wär's. Oh oh. Okay, ja, da habe ich ein bisschen Schabernack gebaut. Bleib aber mal beim Tor, weil ich gerade nicht weiß, was ich machen soll ohne Boost. Ich kann leider auch meinen Ball halt nicht hinterher springen, wenn ich so wenig Boost habe. Also ich könnte es schon wahrscheinlich, aber ich will nicht. Okay, wir berechnen. Oh, hat funktioniert. Mate hängt noch ein bisschen an der Wand. So. Einmal hier, einmal links, einmal rechts. Einmal Boost klauen. Okay, schade. Mate war leider nicht bereit dafür. Oh, jetzt vielleicht. Jetzt vielleicht. Nehmen wir mit. Okay, der ist sehr hoch.
Nein! Nein! Ah, Mate schreibt tausendmal sorry, aber es bringt mir auch nichts. Bringt mir nichts. Entweder er macht vorne irgendwas Sinnvolles oder er macht eine Verteidigungsaktion. Oh. Weg. Den Boost nicht bekommen. Okay, okay, okay. Gegner sind verwirrt, vielleicht kann ich... Naja, nee, kann ich nicht. Schönes Ding. Da werfe ich mich mal dazwischen. Jetzt habe ich auch wieder ein bisschen mehr Boost als vorher. Bei solchen Bällen, gell? Ich bin immer super unsicher. Ich habe immer Angst, dass ich die nicht treffe und dann, naja, treffe ich oftmals nicht. Der geht nicht rein, oder? Ja, gefährlich. Oh ja, ein Quetschball, so wie ich das wollte. Also so ungefähr. Jetzt nur noch rausspielen den Ball und ein Tor. Das wär's doch. Ja. Ja. Oh nein, der letzte, die letzte Berührung hat alles zunichte gemacht. Ich hasse es. Hat sich so gut angefühlt. Dann ist so schlecht gelaufen. Also so schief gelaufen. Ah, der Mate ist in der Mitte. Oh, hm. Okay, ja, ja, ja. Kommt nur. Kommt nur, habe ich. Habe ich natürlich antizipiert wieder. Krass. Oh, ich hoffe wirklich, wir gewinnen das Match, gell. Okay, ja, wir spielen den Ball einmal übers halbe Feld. Ich habe meinen kompletten Boost verbraucht und... Ja, das ist das Gegentor. Weil ich einfach gehirnlos, brain AFK da rumgefahren bin. Gut, der Mate hat den Ball auch nicht getroffen, aber... Ich war ja auch wirklich unnütz gerade. Oh, Mate, mach's... Nein, wie kann ich das verkacken? Da habe ich gerade nochmal ein Tor auf dem Fuß gehabt. Auf den Rädern. Und ich verkacke es nochmal, Alter. Oh. Ja. Nein. Okay, Mate, jetzt musst du irgendwas machen. Irgendwie den Ball. So, ich habe nochmal rausgeholt vielleicht. Okay, der war natürlich nix. Ach Leute, ich... Oh, das ist doch scheiße. Naja, wir belassen es dabei, Leute. Schönen Dank fürs Einschalten und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, lasst es krachen und ciao, ciao.